Hey Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid bei Hartz IV for Future. Ich habe umgehend reagiert auf die Post vom Jobcenter, so wie das natürlich gewünscht wurde. Ich habe aber natürlich keine Bewerbung, sondern eine Begründung geschickt. Eine Bewerbung zu schreiben hat mir ja letztes Mal schon die ganzen Probleme eingebrockt, wo es hieß, wie konnte ich mich bewerben und dann nicht zu einem Bewerbungsgespräch gehen. Das heißt, den Fehler mache ich bestimmt nicht nochmal. Das heißt, diesmal habe ich direkt meine Begründung. Die könnt ihr da unten sehen. Ich habe nur die personenbezogenen Details und so ein Zeug rausgemacht. Und zum einen habe ich mich in der Begründung auf meine letzte Begründung bezogen, zu der ich ja noch gar keine Rückmeldung bekommen habe vom Sozialgericht, eine abschließende. Und ich habe noch weitere Gründe aufgeführt, warum die konkrete Stelle in der Umweltplanung für mich nicht zumutbar ist. Das heißt, mal schauen, was hiermit passiert. Ich habe das zum einen über E-Service in so eine kleine Eingabemaske an mein Jobcenter geschickt. Dann habe ich es aber auch nochmal abgespeichert, als PDF unterschrieben und auch an die E-Mail von meinem Jobcenter geschickt, so damit es doppelt ist. Per Post habe ich ihm einfach mal nichts geschickt, weil dieses ganze Ausdrucken und per Einschreiben, davon wird man ja noch arm. Dann, ich habe auch meinem Jobcenter konstruktive Vorschläge für das weitere Vorgehen gemacht. Ich habe gesagt, vielleicht sollten wir zusammen eine Stärken- und Potenzialanalyse erstellen, so wie das in diesem Merkblatt für Arbeitssuchende drin steht. Ob das eine gute Idee war, das weiß ich auch nicht genau, aber Tatsache ist ja erstens, wenn man jetzt die ganze Zeit diese Vermittlungsvorschläge bekommt und den ganzen Tag am Begründungsschreiben ist, ist man sowieso die ganze Zeit mit dem Jobcenter beschäftigt und kommt zu nichts anderem. Zweitens habe ich die Hoffnung und den tiefen Glauben daran, dass auch mein Jobcenter verstehen kann, dass das alles, was es gerade macht, Nonsense, wenn nicht sogar Nötigung ist. Das heißt, hier habe ich Vertrauen darauf, dass auch ein Mensch einfach verstehen kann und ein Herz hat. So, am Ende sind wir alle Menschen. Dann, danke nochmal. Paula hat mir nämlich nochmal Tipps gegeben. Paula ist, glaube ich, ein Crack. Auf jeden Fall, ihre Tipps werden direkt gelöscht. Und zwar hatte ich ja letztens gesagt, dass man das Jobcenter in der Pflicht steht, nachzuweisen, dass man die Rechtsfolgenbelehrung bekommt. Da sagt Paula, dass man vorsichtig sein soll. Wenn man das immer macht, dann kommt man nicht glaubwürdig rüber. Und es hätte die Folge, dass alle Unterlagen vom Jobcenter zukünftig nur noch mit dem gelben Brief, das heißt mit dieser förmlichen Zustellung kommen würde. Wo ich aber gedacht habe, das ist ja eigentlich gut, weil diese förmliche Zustellung sind ja mehr Kosten für das Jobcenter, wo ich gedacht habe, das ist für die eine Hürde, einen nochmal zu kontaktieren. Aber einen anderen super Tipp hat Paula hier gegeben. Und zwar, falls man sich dann bewirbt, dann kann man sich schriftlich bewerben, ohne Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Lichtbild. So, das finde ich eine sehr interessante Idee, die vielleicht für die Zukunft relevant werden könnte oder vielleicht irgendjemandem von euch helfen kann. Dann hat sie auch noch gesagt, man soll vor dem Bewerben einen Antrag auf Bewerbungskostenübernahme an das Jobcenter stellen. Und Bewerbungskosten müssen für jeden Vermittlungsvorschlag mit Rechtsfolgenbelehrung wohl übernommen werden, egal wie hoch die maximale Förderhöhe ist, was das genau bedeutet. Wo ich auch noch eine Frage habe, weil Paula, du hattest gesagt, man soll das, bevor man die Bewerbung schreibt, machen, wo ich gedacht habe, man kann diese Kosten ja erst abschätzen, nachdem man sich beworben hat, oder wie genau läuft das? Dankeschön schon mal und bis bald. Tschüss!